Willkommen zurück zu einem weiteren Mr. Simulation Spezialvideo. Und zwar 5 Jahre ist unser Kanal jetzt schon alt. 5 Jahre, ein halbes Jahrzehnt. Stellt euch mal vor, wo ihr vor 5 Jahren noch wart. Ist eine unglaublich lange Zeit, muss man schon sagen. Es ist lang her und seit dem letzten Jahr haben wir natürlich wieder einige Sachen gemacht, die ich hier in diesem Video zusammenfassen möchte. Eine der größten Sachen ist mein Zweitkanal. Es gibt leider kein Blau im Spiel, daher habe ich das hier weiß und grau gemacht. Und zwar habe ich eben meinen Zweitkanal erstellt, wo ich Videos dann auf Englisch machen kann. Einfach daher, dass man dadurch deutlich mehr Leute, ein deutlich größeres Publikum quasi erschaffen kann. Und ja, ich will es nicht verleugnen, damit ich auch dadurch ein bisschen Geld verdiene. Ja, also ich gebe es einfach offen zu, damit ich damit ein bisschen Geld verdienen kann. Das macht das Leben als Student deutlich leichter. Genau, an sich, wenn ich super Videos mache und dann die auf Deutsch mache, dann ist es natürlich super genial für euch. Ihr könnt ja schließlich Deutsch verstehen. Für die, die es halt eben nicht verstehen, ist es ein bisschen schwieriger. Und wenn ich die Tutorials einfach auf Englisch nochmal mache, dann verstehen das halt deutlich mehr Leute. Ja, deutlich mehr Leute können diese Videos schauen. Das erzeugt natürlich mehr Aufrufe, mehr Leute quasi abonnieren den Kanal. Ich meine, da bin ich bereits bei 100 Abonnenten angekommen innerhalb der ersten 3-4 Monate. Dieser Kanal hier hat ein Jahr gebraucht, um allein zu den 50 Abos zu kommen. Also ihr seht da schon so einen großen Unterschied, den Sprache eigentlich machen kann. Innerhalb von 3-4 Monaten zu 100 Abonnenten im Vergleich zu einem Jahr erst zu 50 Abonnenten. Das macht dann schon einen gewaltigen Unterschied. Dadurch sehen halt immer mehr Leute diese Tutorials und das freut mich natürlich. Auch einige von euch werden wahrscheinlich dabei sein, die diese Tutorials schauen. Und dadurch, dass ich halt das einfach nur mit Text auf dem Bildschirm mache, kann man das relativ einfach übersetzen lassen. Aber an sich wäre es das dann auch damit, ja. Das ist so die größte Neuerung aus dem letzten Jahr. Und dann schauen wir uns an, was für Projekte wir im letzten Jahr hatten. Es sind nicht ganz so viele wie beim letzten Mal, lag aber auch einfach daran, dass sie deutlich länger gelaufen sind. Das heißt, wir hatten mehr so quantitativ längere, also mehr Folgen pro Projekt, aber quantitativ weniger Projekte. Genau. Dann gehen wir einfach mal durch. Und zwar ganz am Anfang habe ich im letzten Jahr an sich schon angesprochen, Turmoil, die Let's Play-Serie, wo wir dann über Plattformen gebaut haben, Öl aus Erde rausgeholt haben und das Ganze verkauft haben. Das habe ich im letzten Jahr schon begonnen und dann 3-4 Monate nach dem letzten Geburtstag habe ich das noch weitergeführt und schließlich beendet. Da haben wir hier, das ist kein Vanille-Orangeneis oder so, das ist Europa, denn wir haben in der SFS-Kolonie-Serie dort eine Kolonie aufgebaut und das haben wir mit Hilfe der MS-Kolonie gemacht, unserer gigantischen Raumstation. Hat mir auf jeden Fall viel Freude gemacht. Werde ich auch noch weiter machen. Und das wäre es so ziemlich dazu. Das nächste ist schwer erkennbar, weil wir weder grün noch braun haben. Minecraft, die Tutorial-Videos, die ich dazu gemacht habe. Einmal natürlich Tech-Tutorial, wo ich dann zum Beispiel Weltenvorlagen gezeigt habe, wie man die erstellen kann oder was man mit Strukturblöcken alles machen kann. Und dann anschließend die ganze Add-on-Tutorial-Reihe. Die hat mir natürlich viel Spaß gemacht, will ich auf jeden Fall noch weitermachen. Ich warte momentan so ein bisschen auf die 1.21, schauen, was da für neue Features dabei sind und dann kann man dementsprechend auf jeden Fall weitermachen. Dann haben wir hier einen, Rover, kann man sich vielleicht nicht mehr ganz dran erinnern. Das war für mein Wasserplanetenpaket. Ich weiß, es gab nur 2 Videos dazu, aber ich will dir halt so ein bisschen Info noch dazu geben.
ich war es quasi leid, so lange auf das Update zu warten. Hab daher mein eigenes Planetenpaket erstellt, wo die Erde quasi dann Wasser bekommt, was mehr oder weniger gut funktioniert. Ich glaube, ich habe es so gut hinbekommen, wie es eigentlich nur geht. Viel besser ist es quasi gar nicht möglich. Niemand weiß genau, wann das Update rauskommt, also die 1.6 bzw. 1.5.11. Seit irgendwie einem halben Jahr oder so herrscht bereits Funkstille bei den Developern. Hin und wieder sind die mal auf Discord erreichbar, aber viel sagen sie zu den Updates nicht. Hin und wieder kommen ein paar kleinere Bilder dazu über neue Triebwerke oder so. Aber was eigentlich quasi das Hauptziel des Updates sein wird, ist quasi schleierhaft. Ja? Manche sagen, es ist das Wasser-Update, was mich natürlich freuen würde. Dann könnte ich zum Beispiel an meinem Flaggaris-System weitermachen, was ich ja bereits letztes Jahr betont habe. Oder manche sagen, es ist das Astronauten-Update oder Feststoff-Booster-Update. Niemand weiß es genau. Nicht mal die Devs. Und die können dementsprechend auch nicht besonders viele Informationen rausgeben. Daher ist es so ziemlich momentan ein bisschen, ja, in so einer Sackgasse angekommen. Da geht es nicht viel weiter. Dann hätten wir hier diese, ja, ein bisschen merkwürdige Form. Das ist der eingefangene Asteroid. In unserer SFS-Kolonieserie haben wir dort nämlich auch eine Basis aufgebaut. Und die ist auch so ziemlich schon am Ende. Ich werde da vielleicht noch ein paar kleinere Sachen hinzufügen. Aber ansonsten war es das mit dieser Kolonie. Falls ihr noch irgendwelche weitere Sachen sehen wollt, dann schreibt das einfach gerne mal in die Kommentare. Ich schaue mal, was ich da machen kann. Ja, soweit sind wir da momentan in SFS-Kolonie. Wir haben unsere eingefangene Asteroidenbasis fertiggestellt. Und zu guter Letzt haben wir hier diesen roten Adler, der für Astotzka steht, nämlich für unsere Let's Play-Serie von Papers, Please. Die haben wir erst vor ein paar Monaten begonnen. Das wird auch noch ein paar Monate gehen. Einige Videos davon werden halt noch in den nächsten 10 Tagen kommen, denn das haben wir ja auch bisher so gemacht, quasi vom Geburtstag des Kanals an bis zu Weihnachten. Kommen jetzt wieder jeden Tag ein neues Video. Ich habe einige schon vorproduziert. Ein paar Sachen werde ich noch aufnehmen müssen. Aber an sich ist so ziemlich alles bereit. Genau, dann wäre es das so ziemlich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr schon so lange mit dabei seid. Auch die, die neu dazugekommen sind. Willkommen an Bord. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns. Morgen wieder. Tschüss.